Das Heidelberger Rathaus am 6. November 2017 präsentierte Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckhard Würzner aktuelle Themen und Projekte der Stadtverwaltung. Zum Beispiel das Thema 23. Weltklimakonferenz COP23. Vom 6. bis zum 17. November treffen sich laut Bundesumweltministerium bis zu 25.000 Teilnehmer, darunter 500 Nichtregierungsorganisationen, um das Pariser Klimaschutzabkommen weiter zu konkretisieren. Auch Heidelbergs Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckhard Würzner wird vor Ort sein. Und das in seiner Funktion als Stadtoberhaupt und Präsident von Energy Cities. Ich werde auch in Bonn beim Weltklimagipfel dabei sein. Wir haben Punkt 1, mehrere große Termine der Städte, die sich immer stärker zusammenschließen, der weltweit größten Städte, der sogenannten C40-Städte und auch der europäischen Städte. Ich kann als Präsident von Energy Cities für die europäischen Städte auch viele Ideen, Anregungen mit einbringen. Wir haben eine Selbstverpflichtung unterzeichnet, über 6.500 Städte in Europa und weltweit mittlerweile, die sich dazu verpflichtet haben, einen großen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und auch sogenannte Frontrunner zu sein, um im Klimaschutz zu zeigen. Wie setzen Städte wie Heidelberg den Klimaschutz um? Bauen CO2-neutrale neue Stadtquartiere. Wir schalten um auf emissionsfreie Massenverkehrsträger, Busse und Straßenbahnen. Wir bestellen grünen Strom. Wir versuchen natürlich auch selbst ein gutes Beispiel zu geben, dadurch, dass wir die kommunalen Liegenschaften sanieren, die Schulen, die Kindergärten, die Gebäude auf Vordermann bringen und dadurch natürlich auch einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Was fordern NGOs wie Energy Cities von den politischen Entscheidungsträgern? Ja, also der entscheidende Punkt für uns ist natürlich, dass wir ein noch stärkeres Handeln einfordern, auch von den Städten. Das machen viele NGO-Organisationen auch. Das ist aber auch wichtig, weil genau an diesen Vertragsstaatskonferenzen ist der Zeitpunkt, wo man am meisten öffentliche Wahrnehmung auch erfährt. Man kann natürlich am meisten im direkten Kontakt mit den entsprechenden Entscheidungsträgern arbeiten, auch wenn es möglich ist, Teil einer Delegation zu sein. Also ich bin auch von der deutschen Delegation mit dabei, kann es dann über den direkten Kontakt als städtischer Vertreter und als Delegationsmitglied möglich sein, Einfluss zu nehmen, wo das normalerweise nicht der Fall ist. Und das ist bei vielen meiner Kollegen ebenfalls der Fall, so dass man in dieser Doppelrolle das möglich machen kann, was man ermöglichen kann. Letztendlich ist es eine nationale Regierungsvertreter, Versammlungen und Treffen. Von daher muss man natürlich auch sagen, ja, nicht alles kann man umsetzen, aber man kann zumindest Impulse geben und wichtige Impulse sind jetzt notwendiger denn je. Ja. Amerikas Präsident Donald Trump hat den Ausstieg seines Landes aus dem Pariser Klimaschutzabkommen in die Wege geleitet. Sehr zum Missfallen von OB Eckhard Würzner und den amerikanischen Kollegen. Es gibt viele amerikanische Kollegen, ob das Lee aus San Francisco ist oder Emmanuel aus Chicago, die natürlich sagen, wir wollen weitergehen, wir wollen eine Sustainable City sein, wir wollen eine nachhaltige Stadt sein, wir brauchen eine nachhaltige Stadtentwicklung. Wir brauchen aber auch die Unterstützung der Nationalregierung. Wenn das nicht erfolgt, dann schließen wir uns zusammen und geben selbst ein klares Statement ab, entgegen der Position der nationalen Regierung. Das ist hilfreich und wichtig auch für die Vertragsstaatenverhandlungen, denn auch das wird wahrgenommen, auch durch die öffentliche Wahrnehmung. Das ist dann auch Politik, so wie sie sein muss, dass Politik auch etwas verändert durch eine so klare Positionierung. Und das ist gut so und das wollen wir natürlich auch stark unterstützen.